Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der wunderschönen Pioneers Map. Ich würde sagen, wir widmen uns heute mal diesem Holzstapel, der muss weg. Dann können wir nämlich den Weg zwischen den Feldern hier durchlegen. Ne, das ist nämlich der Plan, dass wir hier weiterkommen, dass wir hier eine Straße konstruieren können, bis da vorne ran. Und dass wir da noch weitere Sachen bauen können. Wir brauchen einen Futtermischer, haben wir beim letzten Mal gesagt, einen Fermenter. Und ich hätte hier noch gerne in zwei Fahrzeughallen zu stehen. Die beiden Kollegen sind fertig mit dem Flug. Heißt, beide Felder sind erstellt. Wir müssen hier düngen und kalken. Ja. Könnte etwas langwierig werden. Ich würde sagen, wir starten auch sofort. Wir brauchen einen Traktor mit einem Düngerstreuer und wir brauchen einen Traktor mit dem Kalkapparat. Lass mal gucken, was wir hier in dem Schuppen haben. Wir hätten den vielleicht zum Kalken. Ist das vielleicht eine gute Idee? Mal gucken. Auf jeden Fall ist der Weg recht weit. So, aber lassen wir das Ding daran hängen, mal gucken. So, hoppala. Was macht denn mehr Sinn? Erst kalken oder erst düngen? Ich meine, eigentlich macht der... Oh, ne, hängt man nicht so hoch, hallo. So, humane Höhe bitte. Der ist voll mit Kalk, okay. So, dann würde ich sagen, düsen wir damit... schon mal. Jetzt können wir den Kalkstreuer nicht mitnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Egal. Wir fahren damit erstmal los und gucken mal. Den großen Holzstapel, den wir da haben, der da weg soll, dass wir da den Weg bauen können. Und da würde ich erstmal die beiden Sägewerke mit versorgen. Und wenn die nichts mehr nehmen, dann geht der Rest in den Brennholzverleih. Dass wir da wieder ein bisschen an Kohle rankommen. Also wir haben Kohle, ne? Also wir sind finanziell hier, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Ich würde sehr, sehr gerne eine Runde Eisenerz fahren. Dass wir da wieder genug in der Schmelze haben. Weil ich glaube, wir müssten mal langsam wieder Eisen... Also Eisenerz machen wir zu Eisen in der Schmelze. Und da die Sägewerke, oder besser gesagt die Produktionen, voll waren mit Eisen, hatten wir Eisen auf Verkaufen. Aber ich glaube, wir müssen Eisen wieder nachproduzieren und verteilen. Ja. Wir müssten generell unsere ganzen Produktionen mal so nach und nach wieder Vordermann bringen. Das Einzige, was richtig läuft, ist Kaffee. Kaffee läuft ohne Ende. Und das ist der Hammer, weil da kommt so viel Kohle bei rum. So, unser kleines Anipflanzen-Wäldchen hier ist leider noch nicht am Wachsen, aber wir haben auch noch gar nicht so doll vorgespult, möchte ich sagen. Mal gucken, mal, die ganzen kleinen Setzlinge hier drinne, die haben noch nicht irgendwie großartig was gemacht. Also wachstumsmäßig ist hier noch gar nichts passiert. Wenn die Dinger nachher stehen, dann sieht die Sache hier ganz anders aus. Ja, naja. So, hier kommen wir gleich wieder. Dann fahren wir erstmal eine Runde Eisenerz, wenn er hier Kalk auf den Boden feuert. Ich würde sagen, wir kalken erst und düngen dann. Oder? Können wir so machen. Und ich habe die Framerate mal ein bisschen hochgedreht. Also das war ja hier im Spiel auf 60 Frames eingestellt und da hatte ich immer so das Gefühl, irgendwie läuft das ja nicht so performant. Dann habe ich den hochgeschraubt auf 144, ne, weil wir, also die Videoqualität ist ja auch auf 1440. Na, hast jetzt ein dickes Knie? Selber schuld, was rennst du mir in die Ketten? Ach nee, ich sag dir, die Rehe hier, die haben alle ein Ding am Kopf. Ja. Ich habe mal die Framerate ein bisschen hochgedreht und ich muss sagen, es läuft irgendwie besser. Also mir persönlich gefällt es optisch deutlich besser. Und ich hoffe, im Video ist es auch ein bisschen schöner. Na, ich meine, OBS macht ja trotzdem nur 60 FPS, aber
Ich muss mir das mal angucken nachher, später. Warte mal, hier wollte ich noch einen Weg durchbauen. Dass wir da auf den Acker kommen. Ja, hier liegt das Gras. Mehr Gras war nicht. Hat die neu passt auf Ballen genau. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem hinteren Acker an zu kalken. Wir müssen dann noch sehr viel Kalk holen und nachladen. Weil das hält hier nicht lange. Aber wir starten erstmal. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt hier vorne an. Und Action. So. Zack. Weil mit der Raupe haben wir noch nicht so viel gemacht, ne? Die kann auch mal in Einsatz kommen hier. Okay. Ja, mit was holen wir den Dünger? Wäre eigentlich mit dem John Deere ja nicht so verkehrt. Kollege R hier. Den Dieselfass lassen wir hier mal und dann eiern wir damit schnell nach Hause. Weil der ist relativ zügig, der Kollege. Dann holen wir den Düngerstreuer. Ich glaube, wir müssen auch Dünger ans Feld ran tragen. Also auf lange Sicht brauchen wir, glaube ich, andere Ackertechnik bei den großen Feldern am Kuhstall, könnte ich mir vorstellen. Weil alles mit dem kleinen Besteck bearbeiten, das wird mir zu langwierig. Generell brauchen wir, glaube ich, eine große Sämaschine. So eine Multifrucht-Sämaschine wäre nicht schlecht. So. Aber eins nach dem anderen. Wir werden erstmal den Düngerstreuer holen. Dann werden wir die Felder kalken und düngen. Und dann müssen wir eh mal gucken, wann aus Saat technisch hier überhaupt was geht. Wir sind im Februar. Warte mal, da würde ich vielleicht nochmal das Kalendarium konsultieren und befragen, was wir denn hier machen können. Was wollten wir denn? Wir wollten Mais und Sonnenblumen. Mais im April, Sonnenblumen im März. Also im nächsten Monat können wir schon mal Sonnenblumen in die Erde bringen. Das ist schon mal cool. Wir brauchen, glaube ich, eine Einzelkorn-Saatmaschine. Ja. Aber erstmal ein Düngerstreuer. Und ich glaube, wir brauchen den alten LKW und müssen da ordentlich Kalk beladen. Mit Dünger weiß ich nicht so genau. Müssen wir mal gucken, wie wir das bewerkstelligen. Notfalls nehmen wir die Dünger-Big Packs auf unseren Anhänger mit, mit dem wir die Ballen gefahren haben. Und dann versorgen wir da auf dem Feld die Fahrzeuge. Mal gucken. So, okay, warte mal. Lass mal nochmal schnell gucken, wie sieht es denn bei den Hühnern aus. Da sind 22.600 im Silo. Alles klar. Die letzte Aufnahme ist nämlich ein paar Tage her. Ich muss mal kurz ein bisschen reinkommen und wieder so den Stand der Dinge hier mitbekommen. Hier ist sogar, hier ist ja noch Dünger drin. Das ist ja cool. So, nicht mehr viel, aber ein bisschen. Dann machen wir hier mal voll. So, wo ist denn hier Mineraldünger? Was ist das hier? Fertilizer, da ist er. Voll machen. Alles klar. Sag mal, haben wir noch Kalk? Ja, da hinten. Hier sind noch ein paar Kalk-Big Bags. Okay. Na dann, ab nach Feld und düngen. Feuer frei. So, über die neue Brücke. Aber ich würde sagen, komm, lass mal hier einen kleinen Weg anlegen, dass wir direkt von hier aus auf den Acker kommen. Dann brauchen wir da nicht immer so weit außen rumfahren, oder? Ich glaube, das ist ja nicht so verkehrt. Okay. Achso, seitdem ich die Framerate hochgedreht habe, guck mal hier. Zoomen geht ultra schnell. Das ist der Hammer. Das ist so eklig. Ja, hatte ich auf der Flat Texas schon gehabt. Ja, gucken wir mal. Ist sehr gewöhnungsbedürftig. Kriegen wir aber hinten. Wir machen hier einen kleinen Weg, ne? Also nicht großes. Aber ich glaube, die sämtliche Fade ist so ein bisschen weg, was ich meinte, ne? Dass diese Maltexturen so krass abhauen. Das ist jetzt mit diesen Frames so ein bisschen besser geworden. Warum auch immer. Was aber immer noch da ist, wir haben immer noch Vögel mit einem Schweif.
So, haben wir hier einen kleinen Weg zum Feld. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Theoretisch sogar bis hier hinten. Komm, wir machen hier hinten so eine Einfahrt. So. Ah, das ist falsch. Egal. Ah, wird nicht besser. Dann machen wir das so. So, so. So. Okay. Und jetzt müssen wir vorsichtig malen. Wir machen mal ein bisschen kleiner. Dann kommen wir nämlich hier direkt an Feld. Wir können nämlich die Feldtextur nicht zerstören. Nur das Gras soll weg. So, Frage. Wollen wir das hier miteinander verbinden oder nicht? Weil das wird ja hier auf jeden Fall ein weiterführender Weg werden. Ne, hier raus. Richtung Holz und dann Richtung zu diesem Weg. Jetzt ist die Frage, wollen wir das hier verbinden? Connecten mit einer Straße? Wäre ja... Ach komm, jetzt haben wir die Macht. Ist ja an sich, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wir machen mal so ein bisschen wackelig, dass das nicht so generisch gerade ist wie mit dem Lineal. Ich glaube, das ist bald besser. Ja, nur so ein bisschen. So. Warte mal, hier müssen wir noch ein bisschen abrunden, die Sache. Okay, guck mal, schon haben wir einen Weg. So, der da hinten ist am Kalken. Dann kann er hier düngen. Ich habe keine Ahnung, wie weit war hier der Düngeradius. Okay, wir lassen ihn einfach mal fahren. Hier kommen wir gleich hin. Wir tappen mal durch. Oh ja. Da, ja, okay. Ja, wird Zeit, dass wir wieder in die Ernte kommen. Was? Oh, er ist leer. Ja, da habe ich die Meldung gar nicht mitbekommen. Jetzt haben wir eine Kettensäge, das Ding hier. Gut, ja, da müssen wir einen Nachschub ranholen. Aber ich würde sagen, wir fahren erstmal eine Runde Eisenerz, dass wir dann Haken hinter machen können. Du! Häng da mal den Anhängsel ab und dann ab zum Bergwerk. Dass wir hier mal eine Runde wieder wegbekommen. Und ihr habt in den Kommentaren schon geschrieben, Mensch, wenn du mit dem Radlader so blöde ist zum Verladen, mach doch einfach mit Förderband. Und ich glaube, das werden wir auch in Zukunft tun. Also den Haufen da, mal gucken, wie wir den verladen kriegen. Wenn wir jetzt den Anhänger voll wegfahren, können wir nochmal beladen. Weil eigentlich fand ich es mit dem Radlader an sich ganz cool. Aber wenn das um Verrecken einfach nicht geht, weil da auf dem Boden immer was liegen bleibt. Jetzt weiß ich auch nicht genau, woran das liegt. Ob es an der Schaufel liegt oder am Berg selber, keine Ahnung. Dann werden wir vielleicht doch das Förderband in Gebrauch nehmen, weil es halt einfach schneller, besser, einfacher. So. Dann wollen wir mal. Ja. Ist die Sache. Wollen wir das jetzt gleich machen? Wobei Eisen, fahren wir nebenbei. Das ist immer nur so, wie so Lückenfüller, kannst du eigentlich sagen. Ich glaube, unser Hauptaugenmerk sollte gerade echt auf Ackerbau liegen. Bei den, bisschen schlüpfrig und schmatzelig hier auf dem Weg im Dschungel, okay. Ich glaube, der Hauptaugenmerk, der Fokus sollte gerade auf den Ackerbau liegen, dass wir da die Felder fertig bekommen. Vor allem mit dem Werkzeugen, was wir haben, wird es Ewigkeiten dauern. Wir hätten Kohle. Theoretisch könnten wir mit größeres Gerät antanzen und da ein bisschen produktiver werden. Aber jeder fängt ja mal klein an. Deswegen... Ha. Hier liegen noch 4 Eisenrollen. Was machen wir damit? Wir lassen die einfach mal liegen. Ist aber auch eng hier, Mann. Müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen erweitern hier die ganze Geschichte. Er tut sich nämlich relativ schwer.
So. Ey, geht da alles rein? Du bin nicht, oder? Nee. Okay, dann lassen wir ihn erstmal noch stehen. Bis er wieder komplett leer ist. Vorher brauchen wir nicht befüllen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem hier weiter. Machen wir hier nur Dünger oder machen wir hier nur Kalk rein? Ich glaube, wir wären mit Kalk, glaube ich, deutlich besser bedient erstmal. Wir fahren mal hinten rum. Nicht, dass wir hier noch Saatgut einladen. Das wollen wir natürlich gar nicht. So, kriegen wir die alle weg? Also mal gucken. Keine Sorge, wir können aus dem LKW in das Ding einladen. Das ist kein Problem. Ah, die passen eh nicht alle drin, oder? Wir müssen vielleicht ein paar Mal fahren. Oder wir packen die Säcke dann trotzdem einfach mit rein. Aber der LKW ist jetzt voll. Dann packen wir den Rest noch in den Anhänger. Da geht ja ein bisschen mehr rein. Warte mal, vielleicht kriegen wir die hier doch alle leer. Mal gucken. So, lasset die Säcke schrumpfen. Der Kalk wird auch definitiv nicht reichen. Also, das weiß ich jetzt schon. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachordern. Das wird hinten und vorne nicht reichen. So, das Säckchen ist nämlich gleich leer. Okay, krass. Hat alles reingepasst. Denn ab nach dem Feld, nachladen, dass der weiterfahren kann. Ja, das müssen wir ein paar Mal machen, glaube ich. Aber dafür haben wir ja das ganze Werkzeug hier. Ne? Das klappt schon. Okay, ich mach mir mal auf den Weg und dann sehen wir uns da gleich wieder. Dann laden wir um und dann kann er dann nämlich weiterarbeiten. Und wir können dann Holz wegbringen. Dann können wir ja gleich nochmal unseren neuen Weg hier benutzen. Und zwischendurch kam auch gerade die Meldung, dass das nächste Fahrzeug leer ist, weil Tank alle und angehalten. Und Leute, ich glaube, wir müssen ganz, ganz dringend einen neuen Düngerstreuer kaufen, weil guck mal, was der hier macht. Also theoretisch fährt er ja einen Streifen. Wenn wir dann am nächsten Streifen ansetzen, müsste er dann vielleicht doch durcharbeiten, weil das ist doch Käse, was er hier macht. Guck mal hier, der macht aus dem Feld erstmal ein Streifenhörnchen. Der malt hier Kornkreise. Das, oh Gott, da steht ja was. Das geht ja gar nicht. Deswegen müssen wir hier erstmal schnell Dünger nachladen und dann gucken, dass wir den vielleicht neu angesetzt bekommen da hinten, nachdem wir Kalk erstmal bei dem da wieder vernünftig befüllt haben. Ja, das ist nämlich das Ding, große Felder und Füllvolumen bei unseren kleinen Gerätschaften hier. Schwierig, schwierig. Bist du nur am Nachladen und Vollmachen und Nachschub holen und ja. Irgendwann bist du dann auch mal fertig. Das Problem ist, das wird sich hier echt, echt lange hinziehen wahrscheinlich. Und wir hängen hier mal den Anhänger ab. So, klack, klack. Wenn wir jetzt mit dem LKW hier rückwärts ranfahren, dann kriegen wir hier locker Kalk wieder rüber. Hallo? Oder war der von der Seite? Hey, wir konnten das doch damit beladen. Also ich weiß, dass es ging. Wieso kommt hier nichts? Hallo? Hilfe? Warte mal. Das ist eine offene Tafel. Ah ja. Dann machen wir das mal so. Sieht zwar total komisch aus, keine Sorge. Der Kalk, der ist hartnäckig, der hält sich. Der hat sich so festgestuckert beim Fahren, da fällt ein Strauß. Das ist quasi wieder ein Klumpen Stein. Hä, aber ich hab das doch schon mal übergeladen hier. Jetzt geht das mit immer nicht mehr. Das ging doch mal. Hallo? Teilnehmer? Warte mal.
Ah, doch, guck mal, wir können. Von dem Fahrzeug aus müssen wir das machen. Oh, jetzt dachte ich schon, verdammt. Und Action. So, lass knacken. Wir machen hier wieder zu. So, nämlich. Okay. Wir müssen Dünger holen. Mit was holen wir einen Dünger? Das ist eine gute Frage. Wir brauchen einen Traktor. Was haltet dann hiervon? Was ist denn, wenn wir hier zwei so eine Dünger-Big Bags mitnehmen? Dann können wir doch erstmal versorgen, oder? Dann haben wir ja alle Fahrzeuge im Einsatz. Hier kann ja wohl nicht wahr sein. Oh. Haha. Falsche Taste. Ich bin gerade aus dem Spiel getappt. Das wollte ich nicht. So, wir nehmen mal zwei mit, oder? Sollte erstmal reichen, damit kommt der klar. Oder nehmen wir drei hier mit. Ja, wenn wir die rostige Klappe aufklappen, dann packen wir da hinten noch einen Sack drauf und dann wird er sowieso zerschnitten von den Rostplättchen, die hier hochstehen, aber alle guten Dinge sind drei. Wir haben 3000 Liter Dünger an Bord. Vielleicht kommen wir damit eine Weile. Mal gucken. Nicht entladen. Oh Gott. Da hatte ich gerade Sorge, dass er den Dünger in Hofsiedlerin feuert. Das wäre echt uncool. So, dann schütteln wir damit mal nochmal ganz schnell zum Feld. Und hauen im Düngerstreuer nochmal drin. Ihr könnt wetten, bis dahin ist der Kalkstreuer auch schon wieder fast leer. So, also ab mal ein Feld. Irgendwie mag ich jetzt voll über diese Brücke hier zu fahren. So, tak, tak. Willkommen! Der federt voll schön. So. Ach ja, der Düngerstreuer, der macht mir echt Freude hier. Also geil ist es nicht. Wir müssen die Beeten auch mal wieder wegbringen, dass sie hier nicht so doof im Weg rumstehen. So. Okay, das war eine schnelle Nummer. Dann fahren wir ihn mal wieder runter. Ich meine, im Düngerstreuer ist ja auch nicht viel drin. 700 Liter, das ist ja immer ja nichts. Dann wollen wir mal. Dann setzen wir den nochmal ein Stück zurück hier. Und gib ihm. Und theoretisch, wenn wir den dann da hinten neu ansetzen, müsst ihr eigentlich sauber durcharbeiten, weil warum der so einen übelst großen Wenderadius hat, das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Es ist mir ein Rätsel. Aber ja. So, hat er das Ende hier gleich erreicht. Wir müssen dann aber andere Seite wieder hinfahren, dass wir da den gleichen Effekt haben, wegen Umdrehen und so. Weil sonst weiß ich nicht genau, was er veranstaltet. Das müssen wir echt mal beobachten. So, und immer hoch wieder. Vielleicht machen wir hier unten auch noch mal ein paar Wege lang. Mal gucken. Oh, hier ist noch so viel Land. Mit dem Fluss da drin. Ich mag das voll. Das ist so schön. Okay, also ich habe die Theorie, wenn wir den daneben ansetzen, dass der dann den Streifen einfach wieder weiterführt und wir so und so Streifen für Streifen das Feld irgendwie doch voll kriegen. Wir probieren das einfach mal. Weil wenn ja, dann okay. Aber auf Dauer brauchen wir da was Neues. Ja, auf jeden Fall. Kann man mal so machen, ist aber bei jeder Düngerarbeit irgendwann nervig. Aber das hat vorher noch kein anderer Düngerstreuer gemacht. Warum gerade er? Keine Ahnung.
So. Ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir den jetzt hier links daneben ansetzen, dann macht er halt dann hier links daneben den nächsten Streifen und dann da links daneben wieder. Und dann ist noch ein Streifen frei. Und wenn wir das dann nochmal machen, dann müsste das eigentlich voll sein. Wir gucken einfach mal. So. Ja, okay, wir lassen den mal fahren und ich würde sagen, wir füllen Kalk nach, so wie da die Meldung gerade sagt. So. Dann machen wir auf, fahren wir ein Stück zurück, dann laden wir danach mit dem LKW ran, überladen und fertig. Wo steht denn das Ding? Ach, da hinterm Hang, hinterm Berg. So. Da ist er. Okay, so gleich alle. Oh, also Kalk müssen wir dann nochmal holen, auf jeden Fall. Oder wir machen auf Dünger alleine kaufen. Macht das Sinn? Oder sollten wir das von Hand nach und nach immer überladen? Ich meine, überladen an sich ist cool, aber wir haben noch so viel. Wir müssen so viel kaufen. Diese ganze Hin- und Herfahrerei. Sonst könnten die Helfer einfach durchziehen. Müssen wir mal gucken. So, können wir hier überladen? Ja, können wir. Schön. Dann ist der LKW leer. Dann haben wir noch was im Anhänger. So, wir lassen den einfach mal fahren. Dann nehmen wir den hier mal aus dem Schussfeld. Und ich wollte eigentlich noch eine Runde Holz fahren mit euch. Das machen wir noch. Ich liebe diesen LKW. Ich finde den so geil. Und ich glaube, der olle Düngerstreuer da hinten, der macht das genauso wie gedacht. Dann ist das ja okay. Dann kriegen wir das Feld ja relativ vernünftig doch gedüngt hier. Sehr schön. Aber guck mal, er fährt nämlich da drüben linke Seite vom bereits fertigen Streifen zurück. Okay. So sei es. Und er hat die Klappen offen. Was mit ihm? Ja, naja. So. Dann haben wir fast alle Fahrzeuge hier auf den Feldern. Das war eigentlich nicht der Plan. Gut, wir fahren jetzt Holz. Komm, wir was wolle. Du hängst den Anhänger ab. Dann fahren wir zu dem Holzstapel, weil ich möchte jetzt nur mit dem LKW entladen fahren. Wir kriegen sowieso nicht alles weg beim ersten Mal. Aber so viel wie möglich wäre schon mal schön. Ey, warte mal, hier stehen die Traktoren im Weg. Verdammte Hacke. Komm aus dem Weg, Junge. Schnell. Beeil dich, beeil dich. Warte mal, wir müssen den hier starten. Der brauchen wir eine Weile. Weil wenn der Düngerstreuer kommt, dann ist ja Action. Okay. So, du, mein Freund, voll machen. Wie gesagt, das wird ja nicht alles raufpassen hier. Wir können nur ordentliche Ladung packen, das auf jeden Fall. Na klar, da fällt es schon nach vorne, ist ja logisch. So, er hat jetzt alleine aufgehört. Theoretisch wäre jetzt die maximale Ladehöhe schon erreicht. Aber ich glaube, wir packen noch ein paar ruf, oder? Der hat hier einen Stamm im Kopf. Das ist nicht cool. Den nehmen wir da mal raus. So, den verladen wir neu, weil der würde sich immer wieder neu so oben über der Kabine legen. Warum manche Stämme das machen, ich weiß es nicht. Aber mir gefällt es nicht. So, deswegen liegt er jetzt da. Und wir machen nochmal eine Runde weiter. Also ein paar gibt es noch. Na, bis die anfangen, richtig blöde zu liegen, dann hören wir auf. Oh, das ist gut. So, jetzt fangen sie an, durchzurutschen. Dann reicht das. So, und Abfahrt. Schöne Berg, oder? Gut. Wie gesagt, das bringe ich jetzt zu den beiden Sägewerken. Mal gucken, ob das alles... Oh, guck mal, da fangen sie schon an, so umzuwandern, die Stämme. Ist nämlich zu viel. Und dann gucken wir mal. Oh, warte mal, der Kalkstreuer, der wird doch bald in den Holzstapel reinfahren, oder? Okay, egal, wir fahren einfach. Ab zum Sägewerk. Wir haben Holz dabei. Oha.
Also ohne Anhänger sind sie komisch. Ja, während sie schmeidig über die Brücke rasen. Ja. Und irgendwann, da werden wir mal die Löcher hier ausbügeln, aber jetzt noch nicht. Na. Also ist viel zu doll beladen. Ne? Also maximal oben bis zur Runge, dann wäre Feierabend. Weil irgendwann hast du auch die maximale Achslast einfach erreicht. Weil überladen, gerade bei den Straßen, was wir hier fahren, ist halt einfach echt nicht geil. Das geht so stark auf Material, da leidet einfach alles drunter. Die Aufhängung, die Rahmen, da brechen irgendwann die Verbindungen und du hast hier die Luftbälge, die dann einfach mal total an der Kotzgrenze laufen von der Federung und bla und dies, das und... Ja, muss ja nicht sein. Also in echt muss es nicht sein, ne? Hier im Spiel auf jeden Fall. Umso mehr, umso besser. Und ich bin mal gespannt, ob wir die ganze Ladung wegbekommen bei den Sägewerken. Dann könnte man nämlich den ganzen Rest entweder verkaufen oder zu Brennholz machen. Mal gucken. So. Oh, hier waren wir lange nicht. Irgendwie ruckelt das hier ein bisschen ab und an. Hier muss er wahrscheinlich den Shader Cache noch ein bisschen laden. Ja, aber ist nicht schlimm. Oh, ey, haben wir da so einen Huckel? Ist hier so ein Huckel drin? Ja, da, guck mal. Geht ja gar nicht. Das fährt sich ja richtig grauenvoll. Warte mal, wir stehen wieder voll im Weg hier, ist ja klar. So, das müssen wir beheben hier. Das ist ja unfassbar. Sie hört das Land nicht, ne? Ist ja noch geiler. Mann, ey! Oh, ich will die olle Beule da raus haben. Gut, dann nicht. Egal. So. Ja, es ist wieder das Ding. Hätten wir nicht so voll geladen, hätten wir hier unter Dach fahren können. Oder hat das keine Kolli? Warte mal. Haha! Naja, so halb. Sind die voll? Die sind voll, ne? Jetzt passen wir auch drunter. Das wäre jetzt die normale Beladung. Okay. Aber nehmen die nicht mehr? Warte mal. Doch, na klar. Die nehmen alles, oder? Gut. Wie viel geht denn hier noch drin? Zeig mal her. 75. 71. Na, nicht mehr viel, wenn denn. Okay, ein bisschen noch. Und dann können wir in das andere Sägewerk noch was fahren. Also holen wir beim nächsten Mal nochmal eine Ladung. Und dann werden wir das hier verteilen. Vielleicht packen wir den nicht ganz so voll. Dann kommen wir nämlich besser hier unter Dach fahren. Aber gut zu wissen, dass der LKW hier reinpasst. Sehr schön. Freunde, das war's für heute. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach ich Quatsch und Redi hauen.